Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei N-Switch-On. Hi. So, wir machen weiter mit Ori and the Will of the Wisps. Wir befinden uns hier in den Luma-Seen. Und dieses Mal werden wir dieses Gebiet erkunden und mal gucken, ob wir doch da schon hinkommen und das da abholen können. Die Kraft des Waldes soll sich hier verstecken. Los geht's. So viel dazu. Moment. Kann ich irgendwas mit diesen Seifenblasen machen? Aha. Nein. Komme ich da durch irgendwie oder? Nein. Jedenfalls nicht so. Ich brauche offensichtlich eine weitere Fähigkeit. Ah, nice. Moki, hallo. Hallo, hast du Quollok gesehen? Ich habe gehört, dass er zu den Luma-Seen gekommen ist. Aber ich finde ihn nicht. Das Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Quollok ist weise. Ich brauche seinen Rat. Wenn du ihn findest, könntest du mir Bescheid sagen? Der Quollok ist eine Riesenkröte. Den kannst du nicht einfach so übersehen. Ah, da komme ich durch. Nein, da komme ich nicht durch. Ey. Komm her. Haha. Mhm. Danke. Yes. Ein Hebel. Als hätte ich's gewusst. Wusste ich aber nicht. Aber nun gut. Lol. Danke. Bau. Läuft doch hier. Ey, nein, ich will wieder runter. Autsch. Wie hab ich... Was zur Hölle? Na komm. Schieß irgendwas auf mich. Oder noch besser, komm einfach her. Danke. Perfekt. Und Gorlek-Erz. Da-da-da-da. Ich habe ja wieder keine Karte, also keine Ahnung. Willst du mich verarschen? Ab ins Wasser mit dir. Nee. Nee. Autsch. Hier unten soll... Ah, da komme ich noch nicht hin. Okay. Ich denke, ich muss den Typen von hier dahin schleudern. Oder ich lerne da unten jetzt, wenn ich hier durchschwimme. Ja, genau. Boom. Bist du ein Feind oder... Nein? Komm her, Feind.
Bing. Nice. So kommt man dann wieder raus. Aha. Das funktioniert nicht. Schade. Was hilft mir das jetzt? Das hilft mir nicht. Also da komme ich von irgendwann irgendwo anders hin. Na gut. Dann eben so. Umflattern? Warum will ich flattern? Ah. Aha. Aha. Hilft mir das? Glaube nicht. Egal. Autsch. Ah, wow. Das ist ja... Okay. Also... Autsch. Damit ich jetzt hier hoch kann. Nun gut. Hallo, Tok. Die Fische beißen, aber nicht nur den Köder. Habe Haut und Federn riskiert, um einen zu fangen. Schade, dass wir nicht diese Unterwasserpflanzen sind. Die ziehen sich bei der kleinsten Berührung ein. Wenn meine Schwanzfedern das könnten, wäre das Angeln deutlich weniger schmerzhaft. Pah! Ich traue diesem Ort kein Stück. Sicher, er ist farbenfroh und faszinierend. Das stimmt. Aber ein falscher Schritt und man ist Fischfutter. Pah! Noch was? Nö. Aha, ich muss erst hier das Wasser ablassen irgendwie. Aha. Perfekt. So lässt man Wasser ab. Hier scheint ein Geheimdings zu sein. Eindeutig. Und wieder Erz gefunden. Da ist die Kartentante. Oder Kartentyp. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist, aber... Nun gut. Autsch. Ah. Aha. Komm her. Komm her. Get over here. Bam. Ultra-Stoßangriff. Stoßangriffe verursachen Schaden. Na, das ist doch mal geil. Das lohnt sich. Scheiß auf Schnellschuss. Oder was gibt's noch? Dreifachsprung, Raffinesse, Geisterschwall, Klebrig, Magnet. Alles gut, aber den brauche ich.
Einfach weil ich es kann. So. Hier oben war, glaube ich, auch irgendwo was, ne? Jawohl. Komm her. Ah, nicht so schnell. Hilfe. Hilfe. Und boom. Haha. Na, erstmal speichern hier. Super. Als wäre Angeln nicht schon schwer genug, wenn einem die Moki die besten Stellen streitig machen. Jetzt ist auch noch das ganze Wasser in meinem kleinen Teich versiegt. Du hast nicht zufällig gesehen, wer das war, oder? Jetzt ist nur noch dieser Brunnen übrig, der kaum Wasser führt. Wie soll ich denn da angeln, hm? Naja, keine Ahnung, wer das war. So ein Arschloch. Hallo, Moki. Moki angelt hier oben. Psst, nicht bewegen. Du machst den Fischen Angst. Sie sind sehr flink. Wenn ich nur ein Netz hätte, aber meins ist kaputt, hätte ich einen Faden. Du hast nicht zufällig was Faden dabei, oder? Oder noch besser, ein Netz. Nein? Oh. Ich frage mich, was ich bekomme, wenn ich ihm etwas dergleichen bringe. Ja. Nee. Da oben ist irgendwas. Da drüber. Irgendwie. Naja. Vielleicht finde ich das später raus. Doin. Hier brauche ich wieder einen Schalter. Da ist das nächste Wettrennen. Was zur Hölle? Ja gut, den Schaden kann man sich auch sparen. Das bisschen ist ja jetzt nicht weiter... Ab ins Wasser mit dir. Haha. Bam. Das war's schon? Gib mir eine richtige Herausforderung. Arr. Zum Beispiel eine Herausforderung, wie ich da hochkomme. Soweit so schön. Toll. Danke. Da ist die Kartentusse. Hallo, unerschütterlicher Entdecker. Hast du hier so viele Farben an einem Ort gesehen? Unglaublich, nicht wahr? Ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Hier hole ich mir all meine Tinte. Die Korallen geben fantastische Rottöne her, weißt du? Möchtest du eine Karte zu dieses opulenten Ortes für 250 Grad? Ja, gib her. Verbindlichsten Dank. Yay. Wow. Sag ich doch, da oben ist irgendwas. Da drüber.
Und dann haben wir hier noch und dann geht's hier durch. Was ist das? Schlüsselstein. Schlüsselstein, Schlüsselstein, Schlüsselstein. Noch ein Geisterportal. Und hier geht's auch noch lang. Meine Güte. Na, hier ist wahrscheinlich dann die Boss-Gegend. Boing. Irgendwie kann man das Ding da unten bestimmt aktivieren. Na, was auch immer. Da muss ich ihn hinleuten. Gut. Komm her. Danke. Du kommst auch noch nicht durch. Wow, okay. Ach, mir schläft mein Bein ein. Oh Gott, ist das eklig. Hm. Also nochmal, weil es so schön ist. Autsch. Nein. Falsche Richtung, aber okay. Autsch. Knapp, 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 knapp. Wo musste ich hin? Ah, hier. Moment. Komm her. Danke. Da ist die Kröte. Fast nicht sichtbar. Hallo, mein Kleines. Es ist schön, dich hier zu sehen. Es ist schon lange her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe. Doch du hast mir Hoffnung gegeben. Die Kraft des Waldes ist nahe und noch etwas anderes. Ein vertrauter Gestank. Harrung, die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden wieder sprechen, wenn wir das Irrlicht gefunden haben. Quetscht er sich da einfach durch. Ach, daneben. Ich bin da einem Geheimnis auf der Spur. Autsch. Scheiße. Ja, genau. Gut. Wunderbar. Ich habe noch ein Viertel Leben. Gut. Da geht's irgendwie hoch. Mit dem Ding. Okay. Ich habe zwar in die falsche Richtung geschossen, aber passt.
Nee, den brauchte ich auch nicht. Da ist eigentlich die hier besser. Ah, hier sind jetzt diese komischen Splitter. Moment. Karte. Hier, Karte. 1, 2, 3, 4. Und da ist das Tor und da ist der Baum. Ah, so hätte es auch geklappt. Ich hätte gar nicht so jetzt da hoch gemusst. Scheinbar. Aber was weiß ich denn schon? Ah. Klappt das? Moment. Danke. Ha, perfekt. Doin. Okay. Dafür ist das da. Und tschüss. Und du gleich hinterher. Ich bin so fies. Ah, hier ist das Ende dieses Speedruns. Das ist da. Das schaffe ich später. Jetzt bin ich gespannt, was ich hier gleich als Fähigkeit bekomme. Wassersprint. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke R unter Wasser, um vorwärts zu schnellen. Sprinte dicht unter der Oberfläche, um in die Luft zu springen. Ah. Das ist schön. Mhm. Kann ich das als Angriff benutzen? Tatsache! Sehr geil. Bam. Wow, Speed. Wie gemein. Boah. Na, hat das jetzt irgendwas gebracht? Jawohl.
Was, der springt mir hinterher? Sag mal. Wie geil ist das denn? Und tschüss. Na, mal sehen, ob ich das schaffe. Komm. Ha! Komm, der war doch gut. Da oben müsste ich in die Ecke. Aha! Was ist das? Energiezelle. Wunderbar. Fehlt noch eine Hälfte. Ey, du Mistkerl! Komm her! So geht's auch. Komm! Nee, das muss ich nochmal üben. Moment. Ich muss hier selber rausschießen. So hier, damit er mir hinterher schießt und ich ihn dann da hoch schießen kann. Irgendwie. Also, so raus, du hinterher und jetzt in diese Richtung. Oh, Volltreffer. Jetzt das gleiche Spielchen nochmal, bloß dass ich dahin fliegen muss. Danke. Epic. Mein maximales Leben wurde erhöht. Okay. Du machst den Fischen Angst. Bla 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 bla. Ja, okay, das hatten wir schon. Okay, du hast eine Stimme. Achso, ihm muss ich sagen, dass der Dingens da war. Außerdem kann ich mir da Geisterlicht abholen. Jetzt lebt er da unten. Doing. Na, wo ist er? Da. Diese Wasserpfade sind sehr verwirrend, aber ich wusste, du würdest Quolok finden. Und er ging in den Westen? Schade, dass ich nicht schwimmen kann. Könntest du ihm das geben, wenn du ihn wieder siehst? Amulett. Quolok gab ihm einst einen kleinen Moki, um ihm etwas Mut zu machen. Das Amulett ist sehr besonders. Quolok gab es mir, als ich noch klein war. Das verleiht dir Mut, meinte er. Aber es war nicht das Amulett, das mir Mut gab. Es war Quolok. Oh. Na, na. Geht doch. Da komme ich auch noch irgendwie hoch. Aha. Toll.
Passt. Ich hab's überlebt. Gorlek-Erz. Ich puste dich weg. Sag ich doch. So, gab es hier noch irgendwas Spannendes in der Ecke? Irgendwas, was ich vergessen hatte? Da ist noch ein Geisterlicht. Da ist der Anfang der Geisterprüfung. Da ist das Ende. Das heißt, man geht hier runter, da hoch und dann nach da. Na, probieren wir es einfach mal. Jetzt muss ich ja nochmal hier lang. Ach. Danke. Dennoch bin ich froh, dass die Moki trotz des Verfalls noch hier sind. Sie geht einen geraden Weg, dank Warlock. Ich wünschte nur, sie würde nicht ausgerechnet an meiner Angelstelle gedeihen. Ha! Hier richtig? Ja. Ah. Aha. Schon wieder Gegner. Sag mal. Aha, dadurch steigt das Wasserlevel. Bam. Uri Smash. Geht doch. Noch mehr Viecher. Danke. Schieß. Ah! Das war knapp. Na, daneben. Komm, komm. Danke. Ah, sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Und der Geistersplitter. Energieernte. Damit lassen Feinde mehr Energiekugeln fallen. Okay. Brauche ich nicht. Danke. Dann wollen wir mal. Da runter, da durch, da hoch, mit einem Spusch da raus. Irgendwie da hoch, da hoch, da hoch und da zum Ziel. Ich habe keine Ahnung. Ich folge erstmal dem Typen und dann schauen wir mal. Hey.
Aha. Wow. Nee, ich folge. Wow. Okay, das funktioniert alles nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Nimm mich mit. Ich schaffe es geschickt, allen Dingern auszuweichen. Ah! Ui. Nächster Versuch. Ach, komm schon. Perfekt. Aha. Ah, hier. Okay, immerhin. Nochmal, weil es so schön ist. Runter da. Ab ins Wasser. Autsch. Ja. Also wenn ich mich an der Stelle nicht so blöd anstelle, dann schaffe ich das. Überhaupt kein Problem. Hui. Ja. Wow. Ja, schon besser. Jetzt aber. Ha! Easy. Sehr schön. Haben wir das auch vom Tisch. 1000 Dingens dazu. Das erhöht auch gleich wieder meinen Schaden massiv. Autsch. Was war das? Eine Sache, die man sich anschauen kann, ist, wenn ihr über dem Wasser seid, dann könnt ihr diese Attacke schon benutzen, um vorher wieder raus zu, also um ins Wasser zu dashen. Dash, dash. Und du. Hier ist der Speicherdingens, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich dann gleich zum Boss. Da oben ist ja
Eins drüber über uns ist die... Da ist das Dingens, die Kraft des Waldes. Also werde ich wahrscheinlich dann in diese Richtung fliehen dürfen und hier oben kämpfen. Irgendwie so. Wünscht mir Glück. Ich will da durchstechen. Jetzt bin ich gespannt. Mit Quolok stimmt etwas nicht. Beeilung! War schlecht, sie gefressen? Ja. Da ist sie, die Kraft des Waldes. Quolok hat sie gefunden. Ja. Mach mir klar. Haruk, wie du immer so schön sagst, Quolok. Nice. Ah, da oben geht's lang, okay. Das passiert also, wenn man zu schnell ist. Oder zu langsam? Wow. Spannend. Nein, du kriegst mich nicht, Mistvieh. Ah, und hier kommt der Kampf. Dann brauche ich die richtige Waffe, mein Freund. Dich hier. Brock. Daneben. Jetzt kommt Wasser. Das war mir klar. Ach, die Dinger gehen mir auch noch. Der Kampf ist zum Glück nicht schwer. Autsch. Ja, ich sollte mich jetzt nicht... So viel dazu. Nicht schwer. Mampf, weg bin ich.
Nicht auf das Vieh! Ah! Was war das? Aha, er macht meinen Boden kaputt. Achso, ich kann die Dinger zurückfeuern. Nee, kann ich nicht. Schade. Autsch. Komm schon. Gib mir irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Nicht sowas. Manno. Würde mich ja wundern, wenn ich ihm die Röcke, die Dinger entgegenschlagern kann. Die Steine. Das wäre natürlich cool. Aber erstmal kann ich ihm die entgegenschleudern. Dankeschön. Eins, zwei. Besser als nichts. Komm her, Gollum. Damit habe ich genug Energie für Angriffe. Treffer versenkt. Frühes Ableben. Dankeschön. Lass mich los. Na, frisst du das Zeug jetzt? Matsch! Nice. Dein Licht wird stärker. Die Kraft des Waldes ist sicher. Wir können den Schaden vielleicht nicht rückgängig machen. Dennoch können wir Neowen eine zweite Chance geben. Finde die Irrlichter. Bring sie wieder zusammen. Und die Moki.
Pass an meiner Stelle auf sie auf. Hüte das Land. Du allein magst dazu imstande sein. Ach, Quarlock, es war nett mit dir. Wunderbar. Ich habe wieder mehr Kraft und Energie bekommen, aber leider haben wir Quarlock auf dem Weg verloren. Ruhe des Wächters, aha. Irgendwie ist das ein schwacher Trost, dass das ein Erfolg ist. Hier oben gibt's nichts weiter, gut. Nee, da geht's nicht hoch. Okay. Aha. Da komme ich also auch nur hin, wenn ich diese komische Technik da lerne, mit der ich mich da durchbuddeln kann. Aber gut zu wissen. Und da ist dann ein weiteres Gorlek-Erz. Gut. Autsch. Wo bin ich jetzt? Da ist ein Geisterlicht? Aha. Habe ich da was verpasst? Aha.
raus da. Ha, geht doch. Perfekt wieder an allen dran vorbei. So muss das sein. Doing. 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 Aha. Hier ist der Hebel. Perfekt. Super. Noch ein Fragment einer Energiezelle. Ach. Ah, hier. Na komm. Komm. Oh. Komm schon, Uri. Stell dich nicht so an. You got this. Danke. Damit habe ich auch alles hier oben in der Ecke abgegrast, ne? Jawohl. Die eine Ecke da oben fehlt mir irgendwie noch. Dachte, da wäre ich schon gewesen. Na nun. Das ist hier durch, Tatsache. Ah, Moment. Feder. Warum sollte ich dich da oben jetzt platt machen? Ah. Darum. Tada. Haben wir das auch? 74%. Jetzt müsste ich nochmal hier unten gucken, was da jetzt ist. Und da ist noch ein Erz. Das habe ich total vergessen. Gut. Die Schnellreise. Ach, da oben direkt. Wie soll ich noch rankommen? Gibt es irgendwo Seifenblasen oder so? Nein. Muss ja zu machen sein.
komisch. Na gut. So komme ich noch nicht daran. Und hier drüben, da muss das Erz sein. Hier drunter. Ach, ja klar, das war ja das Erz. Okay. Manchmal ist es nicht so einfach, manchmal bin ich nicht ganz so helle. Ach ja, der Typ ist ja jetzt hier. Gehen wir mal nach da. Dem Typ muss ich jetzt noch die schlechte Neuigkeit überreichen, dass ich Quollok leider das Amulett nicht rechtzeitig zurückgeben konnte. Autsch, Autsch, Autsch. Wo bin ich? Ist interessant, manchmal kommt er mit dem Laden nicht hinterher. Oh, so fies. Moki. Quollok ist weg? Was wird aus uns Moki? Großer Wächter, wunderbarer Lehrer, so moosig und weise. Ich muss meinen Respekt zollen, aber ich habe nicht mehr die Kraft, um zum Sumpfland zurückzureisen. Dieses Amulett, Quollok, gab es mir vor langer Zeit. Kannst du es zu seinem Teich im Tal bringen? Jawohl. Dahin. Zufälligerweise ist irgendwo hier in der Gegend, da, ein Schnellreiseziel. Wusch. Auch wenn ich die Fortbewegung unglaublich geil finde beim Ori, die ist mindestens so gut wie bei Hollow Knight. Da hat man auch mal das Gefühl, man kann sich einfach blitzschnell von A nach B bewegen und es fühlt sich einfach natürlich an, sich so durch die Gegend zu steuern. Aber das werde ich nicht über die ganze Map machen, nur um ein Dingens, nur um irgendwie eine Quest zu erledigen. Nee, da muss ich nicht lang. Bin ich hier richtig? Ja, so gut wie. Da lang. Hier liegt mein toter Freund. Oder meine tote Freundin. Wir Moki sind traurig, dass Shriek der kleinen Eule wehgetan hat. Wir sind auch traurig, dass Quollok fort ist. Wir sind nicht traurig, dass du helfen willst, aber wir sind besorgt. Ja, das verstehe ich. Nebenquest abgeschlossen. Schön. Wow, fast 6000 jetzt. Nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt noch einmal kurz ins Dorf. Meine Güte, ich spiele schon wieder über eine Stunde. Fein. Zurück ins Dorf, komm her. Holen uns noch irgendwas von dem Erz, was wir gefunden haben. Und vielleicht level ich noch schnell was auf. Es ist schon länger nicht mehr abgestürzt, das Spiel. Wollen wir es mal nicht verfluchen. Weißt du, Geist, einen Augenblick lang dachte ich wirklich, die Dinge wenden sich zum Besseren. Für einige hat die Hoffnung gemeinsam mit den alten Geistern niemand verlassen.
Quarlock hat nie aufgegeben und hat so viele gerettet. Ich werde mein Bestes geben, um sein Werk zu vollenden. Aber es fühlt sich jetzt einsamer an. Ich werde ihn vermissen. Was kann ich für 10? Gorlek-Magie. Na komm. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. Mehr Häuser bedeuten mehr Moki. Ich habe schon vorher gesagt, dass dieses Land tief gefallen ist. Aber diesmal habe ich es wirklich gespürt. Quarlock war mehr als nur der Wächter des Tintenmoors. Er gab uns Hoffnung, dass wir den Verfall aufhalten oder zumindest verlangsamen könnten. Jetzt ruht diese Hoffnung auf dir und den Irrlichtern. Viel Glück, Geist. Nice. Wow. Das lohnt sich doch. Das war jetzt aber nicht die einzige, oder? Ach, da kann man rein. Aha, Geisterlicht. Nice. Na, lohnt sich doch richtig hier. Hatte ich eigentlich noch irgendeinen Samen für den Typen hier? Zeig mal. Nö, habe ich nicht. Nicht so schlimm. Ja, finde ich auch. Gut, das soll es dann... Obwohl, hast du noch was für mich, Offa? Ja, ja, ich weiß. Zeig mal hier. Ich brauche eh irgendwann alles. Lass dich nicht überrumpeln, Geist. Ja, zeig her, was hast du für mich? Lichternte, Überladung oder Tausch, will ich immer noch nicht alles haben. Kann ich irgendwas aufpumpen hier? Ultrastoßangriff. Stoßangriff verursacht mehr Schaden und stößt weiter. Geil, nehmen wir. Danke. Hake dich pro Sprung an zwei Feinden fest und verursache Schaden. Aha. Ey, wie krass kann man das aufleveln? Bam! 30% weniger erlittener Schaden. Nicht schlecht.
Na dann. 3 zusätzliche Energiezellen, auch nicht schlecht. Natürlich. Danach kann ich dann als unzerstörbare Killermaschine durchlaufen, die mich einfach alles niedermähe mit meinen Fähigkeiten. Aber egal. Ich bin ein freundlicher Geist. Huibu ist mein zweiter Vorname. Das war's für diese Episode. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, drückt auf die Glocke, um keine weitere Folge zu verpassen, gebt einen netten Kommentar ab, was ihr noch alles sehen wollt und wie euch die Episode soweit gefällt. Vigor wollte ich ja anspielen, kam ich noch nicht dazu. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es jetzt am Wochenende. Also, von meiner Seite war's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao!